Eine junge Frau lächelte und winkte Wachtmeister Sebastian immer aus dem oberen Fenster ihres Hauses zu, wenn er auf seiner üblichen Route herumfuhr. Aber eines Tages blieb sie stehen, was den Polizisten beunruhigte. Als er das Haus untersuchte, entdeckte er etwas sehr Erstaunliches, etwas, das viel größer und wichtiger war, als er es sich hätte je vorstellen können. Wachtmeister Sebastian war ein angesehener und hart arbeitender Polizeibeamter, der seit über 20 Jahren dort tätig war. In dieser Zeit hatte er jeden in der kleinen Vorstadt kennengelernt und sie lächelten, winkten und grüßten ihn, wann immer er vorbeikam. In den vielen Jahren, in denen er bei der Polizei war, hat er viel erlebt und wurde als Lokalheld bezeichnet. Kinder schauten zu ihm auf, Erwachsene fühlten sich durch seine Anwesenheit sicher und andere Polizisten sahen in ihm ein Vorbild. Deshalb wurde Sebastian die wichtige Aufgabe übertragen, neue Rekruten auszubilden, sie an den Job zu gewöhnen und ihnen zu zeigen, wo es lang geht. Officer Sebastians Route führte ihn auf einer langen und kurvenreichen Fahrt durch die verschlafenen Straßen. Es passierte nie viel, nicht während er im Dienst war, aber er genoss die Ruhe und den Frieden. Oft nahm er die Auszubildenden mit, beantwortete ihre Fragen, testete sie und brachte sie auf den neuesten Stand. Doch auf dieser Tour bemerkte Sebastian eine Frau, die ihm aus einem Schlafzimmerfenster im oberen Stockwerk zuwinkte. Sie war nicht allzu alt, vielleicht 18 oder 19, aber jeden Tag, wenn er vorbeikam, lächelte und winkte sie. Sebastian war nicht sicher, dass er sie noch nie gesehen hatte, aber er lächelte trotzdem und winkte zurück. Vielleicht war sie noch nicht lange in der Stadt, also dachte er, es wäre das Beste, ihr zu zeigen, dass die Polizei hier gar nicht so schlecht ist. Also winkte er einige Wochen lang immer wieder zurück und grüßte die Frau im Fenster, wenn er vorbeifuhr. Doch eines Tages bemerkte Sebastian, dass die Frau nicht da war. Er runzelte die Stirn, dachte sich aber nicht viel dabei. Vielleicht war sie nicht in der Stadt oder so, aber je mehr Tage vergingen, desto unruhiger wurde er. Irgendetwas in seinem Bauchgefühl sagte ihm, dass etwas nicht stimmte. Sebastian hatte gelernt, dass in seinem Beruf, wenn sein Bauchgefühl ihm sagte, dass etwas nicht stimme, wahrscheinlich auch etwas dran sein könnte. Also beschloss er, ein wenig nachzuforschen. Mit einer schnellen und einfachen Datenbanksuche fand er heraus, dass das Haus vor etwa 50 Jahren von einem älteren Mann gekauft worden war. Der war vor 25 Jahren gestorben und hatte es seinem Sohn hinterlassen, aber eine Tochter wurde nicht erwähnt. Wachtmeister Sebastian runzelte die Stirn, denn sein Bauchgefühl sagte ihm wieder einmal, dass hier etwas Ernstes im Gange war. Er musste handeln. Er musste herausfinden, wo die Frau war und warum ihm die ganze Situation ein so ungutes Gefühl gab. Er fuhr zu dem Haus und näherte sich langsam der Tür. Er schaute zum Fenster, um sich zu vergewissern, dass die Frau immer noch nicht da war, bevor er energisch an die Tür klopfte. Nach nur 2 oder 3 Sekunden öffnete sie sich leicht und gab den Blick auf einen Mann im Anzug frei. Er war groß und sah hart und verdächtig aus. Er blockierte den kleinen Spalt in der Tür, sodass Sebastian nicht einmal einen kleinen Blick hineinwerfen konnte. Trotzdem stellte er sich vor und fragte den Mann, ob er hereinkommen dürfe. Der kräftige Mann sagte mit tiefer und dröhnender Stimme einfach nein, bevor er Sebastian die Tür vor der Nase zuschlug. Jetzt war die Neugier des Polizisten wirklich geweckt. Irgendetwas stimmte hier nicht, ganz und gar nicht. Als er in sein Büro zurückkehrte, fing er an, noch ein bisschen zu stöbern. Es gelang ihm schließlich, ein Bild des Mannes zu finden, der das Haus ursprünglich gekauft hatte, sowie ein Bild des Sohnes, der es geerbt hatte. Wie Sebastian vermutet hatte, sah keiner von ihnen aus wie dieser große, stämmige Mann, der nur ein paar Stunden zuvor an die Tür gegangen war. Aber hier befand sich der Beamte in einer echten Zwickmühle, einem Gewissenskonflikt, wenn man so will. Er hatte keine rechtliche Grundlage, um das Haus zu durchsuchen. Der Mann, der die Tür geöffnet hatte, hatte nichts Falsches getan und es gab kein Anzeichen für illegale Aktivitäten. Es gab also absolut keinen Grund für ihn, das Haus ordentlich zu durchsuchen, um das Geheimnis zu lüften, wohin die winkende Frau gegangen war. Trotzdem sagte sein Bauchgefühl ihm immer noch, dass hinter dieser Geschichte weit mehr steckte, als es den Anschein hatte. Als er am nächsten Tag auf Patrouille fuhr, fasste er schließlich einen Entschluss. Er würde das Haus stürmen. Über Funk rief er einige Kollegen herbei, die sich um die Ecke des Hauses versammelten. Sie wollten keinen Verdacht erregen. Er erzählte seinen Freunden von der winkenden Frau, dem Mann im Anzug und seinem Verdacht. Obwohl sie wussten, dass sie damit ihre eigene Karriere aufs Spiel setzten, erklärten sie sich zum Glück bereit, ihm zu helfen. Sogar der junge Polizist, der mit Sebastian mitgefahren war, sagte zu, dass er vor dem Haus Wache halten und alles im Auge behalten würde. Mit einem Plan in der Tasche eilten sie um die Ecke und stürmten in das Haus.
Der Mann im Anzug war immer noch da und mehrere Beamten stürzten sich sofort auf ihn, um ihm Handschellen anzulegen. Sebastian rannte die Treppe hinauf und in das Zimmer, das auf die Straße hinausging. Wenn die Frau irgendwo sein sollte, dann dort. Doch als er die schwere Tür aufstieß, erstarrte er und traute seinen Augen nicht. Der Raum war völlig leer. Es gab kein Bett, keinen Kleiderschrank, keine Kommode, es gab nicht einmal einen Teppich oder einen Lampenschirm auf der Glühbirne, die von der Decke baumelte. Das Zimmer war völlig leer. Als er sich umdrehte und die Treppe hinunterging, bemerkte er plötzlich, dass sich der Rest des Hauses in demselben Zustand befand. Er hatte es so eilig gehabt, ins Haus und nach oben zu kommen, dass er es gar nicht bemerkt hatte. Doch als er unten an der Treppe ankam, wurde Sebastian noch verwirrter. Seine Freunde, die Polizisten, nahmen dem Anzugträger die Handschellen ab und entschuldigten sich ausgiebig. Der Anzugträger rieb sich die Handgelenke und trotz seines strengen Blickes wirkte er entspannt. Er wandte sich Sebastian zu und griff in seine Jackentasche. Sebastian verkrampfte sich, doch was der Mann herauszog, beantwortete so viele Fragen und warf noch viel mehr Fragen auf. Der Mann im Anzug zeigte seine FBI-Marke. Er war ein FBI-Beamter. Er schien ein wenig verärgert darüber zu sein, dass Sebastian sich entschlossen hatte, das Haus ohne Grund und ohne Durchsuchungsbefehl zu durchsuchen. Er hatte kein legales Recht dazu und die Aktion könnte Sebastian zu Recht seinen Job kosten, wenn sie gemeldet würde. Zum Glück verstand der FBI-Agent, dass Sebastian und das Team nur auf jemanden aufpassen wollten, von dem sie glaubten, dass er in Schwierigkeiten war. Er respektierte dessen Entscheidung, seinem Bauchgefühl zu vertrauen und sogar seine Karriere für jemanden aufs Spiel zu setzen, von dem er dachte, er sei in Gefahr. Deshalb beschloss er, Sebastian die Wahrheit darüber zu sagen, was vor sich ging und wo die winkende Frau war. Der Agent räumte den Raum von den anderen Beamten und begann mit Sebastian zu sprechen, der immer noch etwas verwirrt über die ganze Situation war. Der Beamte erklärte, dass sie dort waren, um ihren Vater zu beschützen, den Sohn, der das Haus geerbt hatte. Die winkende Frau war seine Tochter. Der Mann war ein wichtiger Zeuge in einer großen und wichtigen Ermittlung und weil er dem FBI wertvolle Informationen geliefert hatte, hatten sie zugestimmt, ihn und seine Tochter in ein Zeugenschutzprogramm aufzunehmen. Sie hatten Berichte gehört, dass einige alte Bekannte des Mannes in der Gegend gesehen worden waren, was eine Gefahr für ihn bedeuten könnte. Diese beunruhigenden Informationen und die Tatsache, dass die Frau mehrmals dabei erwischt wurde, wie sie aus dem Fenster winkte, führten dazu, dass sie zu ihrem eigenen Schutz in einen anderen Unterschlupf in einem anderen Teil des Landes gebracht werden mussten. Officer Sebastian fühlte sich ein wenig schuldig, weil er zurückgewunken hatte. Er hatte dieses Verhalten ungewollt gefördert. Aber der Agent versicherte ihm, dass er sich keine Sorgen machen müsse. Er wolle nur ein freundlicher Polizist aus der Nachbarschaft sein. Über die Ereignisse des Abends würde nicht berichtet werden, wenn Sebastian sich bereit erklärte, Stillschweigen zu bewahren, was er natürlich bejahte. Sebastian ging an diesem Abend ein wenig geschockt nach Hause. Er hatte nicht erwartet, dass sich die Ereignisse des Tages so entwickeln würden. Und obwohl er die winkende Frau wahrscheinlich nie wieder sehen würde, war er beruhigt, dass sie und ihr Vater in sicheren Händen waren, irgendwo weit, weit weg. Was für eine erschreckende Geschichte. Was hättest du getan, wenn du an der Stelle von Wachtmeister Sebastian gewesen wärst? Hättest du nachgeforscht und deine Karriere riskiert oder wärst du weggeblieben? Wie immer freuen wir uns, wenn uns deine Gedanken und Meinungen in den Kommentaren unten mitteilst.